Hallo zusammen zum vierten Teil von Ambers Interview. Am Freitag wurde der vierte Teil von Ambers Interview ausgestrahlt, dessen Länge nicht wie versprochen eine Stunde dauerte, sondern lediglich eine Stunde Sendezeit in Anspruch nahm. Nachdem alle Werbeblöcke und die Filler-Szenen herausgeschnitten wurden, war das Interview am Ende des Tages nur eine gute Viertelstunde lang. Das Interview selbst wurde bei NBC Dateline im Abendprogramm ausgestrahlt. Der originale Content ist deshalb auch nur den zahlenden Nutzern des NBC Broadcasting Service zugänglich. Um das Urheberrecht nicht zu verletzen, habe ich die Videospur mit einem Foto ersetzt und die Audiospur auf 20% reduziert. In Bezug auf das Timing der Veröffentlichung des Opinion Editorials und der Filmpremiere von Aquaman stellt die Interviewerin folgende Frage. Es wurde unterstellt, dass dies ein Publicity-Stunt war, um ihr Profil anzuheben. Das war einer der wenigen leichtfertigen Momente in dem Verfahren, als unterstellt wurde, mein Opinion-Editorial hätte das Potenzial dazu gehabt, die Verkaufszahlen eines Multimillion-Dollar-Franchise, in dem ich eine Rolle hatte, in die Höhe schnellen zu lassen. Wenn überhaupt, dann war es andersrum. Wir haben versucht, eine höhere Aufmerksamkeit und Wahrnehmung für den Artikel und die damit verbundenen Probleme zu erreichen. Also es war kein Publicity-Stunt. Nein, es war das Gegenteil davon. Die Interviewerin fragt Amber dann, wie sie das Kreuzverhör wahrgenommen hat. Als Hintergrundinformation möchte ich euch mitgeben, dass obwohl Amber als Zeugin in dem Prozess in Großbritannien auftrat, sie nicht ins Kreuzverhör genommen wurde. Dies ist demnach ein weiterer Unterschied zu den Verfahrensregeln in den USA, bei welchen Zeugen in dem Prozess in Großbritannien nicht ins Kreuzverhör genommen wurden. Gemäß den Berichten der Rechtsexperten wurde ihre Aussage vorher aufgezeichnet und dann im Gerichtssaal abgespielt. Sie hatten keine Erfahrung im Kreuzverhör. Wie haben Sie das erlebt? Das ist die unheimlichste und einschüchterndste Sache für jeden, der das durchmachen muss. Dass einem nicht geglaubt wird, dass man ein Lügner genannt wird und dass man dafür gedemütigt wird. Die nächste Frage bezieht sich auf das häufig diskutierte Thema der nicht zugelassenen Beweise. Gibt es ein Beweisstück, von welchem Sie denken, wenn die Jury das gesehen hätte, dann hätte es einen Unterschied gemacht? Ja. Und das wäre? Es gibt einen ganzen Ordner mit Notizen von meiner Ärztin, der ich von dem Missbrauch erzählt habe. Und das geht bis zurück ins Jahr 2011, ganz an den Anfang meiner Beziehung. Wie ich euch bereits in meinem Hintergrundvideo erläutert habe, hatte Ambers Therapeutin alle Berichte von Amber aufgeschrieben und dokumentiert. Da diese Berichte einen Selbsterfahrungsbericht darstellen und keine Beweise an sich sind, fallen diese unter die Hörensagenregel und wurden deshalb vor Gericht nicht zugelassen. Rechtsexperten haben unterdessen angemerkt, dass Ambers Anwälte die Möglichkeit gehabt hätten, diese Therapeutin in den Zeugenstand zu rufen und zu vernehmen. Weshalb sie sich dagegen entschieden, entzieht sich unser aller Kenntnis. Nicht eine der Frauen, mit denen Johnny zusammen war, hat über solche Erfahrungen berichtet. Sie sind die Einzige. Ja, schauen Sie sich an, was daraus wurde. Also würden Sie es tun? Die Interviewerin fragt Amber dann, ob sie das Gefühl hat, dass sie mehr von dem Fehlverhalten hätte zugeben sollen, das sie auch in der Beziehung an den Tag legte. Ich bin froh, dass Sie mich das fragen, denn es gibt eine Antwort darauf und so habe ich das auch im Zeugenstand ausgesagt. Sie hören meine Stimme auf den Tonbandaufnahmen, aber das ist nicht die Stimme, mit der ich heute spreche und das ist nicht die Person, die ich heute bin. Ich habe schreckliche und bedauerliche Dinge in dieser Beziehung gesagt und getan. Ich habe mich schrecklich benommen, dass ich mich kaum selbst wiedererkannt habe. Ich bedauere sehr viel. Die nächste Frage bezieht sich auf die Berufung, die Amber beabsichtigt, und die Sorge, die sie hat. Ich hoffe nicht, dass dies einen entmutigenden Effekt für andere Leute hat.
Darüber mache ich mir Sorgen. Aber wenn ich Ihnen in die Augen schauen kann, Savannah, und Ihnen sage, ich bin noch da, vielleicht stellt das das Gleichgewicht wieder her. Gegenüber denen, die wirklich Angst haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Auf die bereits vorher gestellte Frage, wie sie ihre Zukunft sieht, fügt sie ergänzend hinzu: Ich freue mich darauf, mein Leben zu leben, und ich hoffe, dass es ein langes sein wird. Und ich werde weiter dadurch gehen mit erhobenem Haupt. Eine Frage, die häufig gestellt wird, möchte ich am Schluss noch beantworten, und zwar, ob Amber Gefahr läuft, erneut verklagt zu werden, wenn sie behauptet, dass Johnny lügt, obwohl die Geschworenen ein Urteil gefällt haben, das das Gegenteil bestätigt. Die kurze Antwort darauf ist, am 24. Juni wird das Urteil rechtskräftig sein. Ab dann beginnt die 90-Tage-Frist, in welcher die Berufung begründet wird und dem Richtergremium der höheren Instanz zur Entscheidung vorgelegt wird. In dieser Phase ist das Verfahren weiterhin anhängig und nicht abgeschlossen und Amber kann in dieser Zeit ohne rechtliche Konsequenzen darüber sprechen, weshalb sie beabsichtigt, in Berufung zu gehen. Am 24.06. findet eine Anhörung statt, in der Anträge gestellt werden können und ihr erhaltet dazu ein Update am Samstag. Also wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann bleibt dran, das nächste Video folgt in Kürze. Danke fürs Zuschauen und bis bald!